In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man ein einfaches elektrisches Netzwerk im Frequenzbereich mit Hilfe des Netzwerksimulators CONSORC simuliert. Diesen Netzwerksimulator kann man hier vom Institut für Theoretische Elektrotechnik an der Technischen Universität Hamburg-Harburg herunterladen. Als Beispiel soll mal dieses Netzwerk hier dienen. Bevor man jetzt wie wild anfängt, das zu simulieren, ist es immer erstmal schlau, sich selbst von Hand eine Lösung zu überlegen, beziehungsweise hier ist die Lösung schon mal vorgegeben und dann eben mal zu überprüfen oder zu überlegen, ob diese Lösung stimmen kann. Man sollte hier den Strom I2 berechnen an der Stelle, der ist hier berechnet, der soll als Zeiger eben eine Amplitude von 1 Ampere haben und einen Phasenwinkel von minus 63 Grad und das, was gegeben war, war diese Quellspannung. Jetzt kann man ja mal sozusagen rückwärtig überlegen, wenn ich hier den Strom habe, dann gibt es hier die und die Spannung, dann gibt es hier die und den Strom, dann gibt es hier den und den Gesamtstrom und dann gibt es hier und die Spannungsabfälle und dann müssen die drei Spannungen hier zusammen wieder die Quellspannung ergeben. Das ist jetzt mal die Idee als Probe, um zu überprüfen, ob diese Lösung hier stimmen kann und um so eine Idee oder so ein Gefühl für dieses Netzwerk zu erlangen, was vor der Simulation, wenn man das erste Mal macht, immer ganz gut ist. Das kann man jetzt, könnte man jetzt grafisch mit einem Zeigerbild machen. Ich mache das jetzt mal hier mit dem Grafikrechner von GeoGebra und wir schauen, wir haben ja einen Strom I2, der hat eine Amplitude von 1 Ampere und minus 63 Grad Phasenwinkel und diese komplexe Zahl kann man jetzt auch in GeoGebra hier eingeben und kann die sich, also dieser Befehl Vektor, eine komplexe Zahl ist natürlich kein Vektor, aber dieser Vektorbefehl stellt das Ganze wie ein Pfeil dar. Also 1 Ampere, das ist ein Matheprogramm, das weiß natürlich nichts von Einheiten. Die imaginäre Einheit heißt hier I und dann braucht man 63 Komma, das Komma muss man als Punkt eingeben und Grad. Und dann sehen wir bekommen einen Pfeil, der hat eine Länge von 1 und der zeigt hier minus 63 Grad nach unten. So, jetzt kann man sich überlegen, wenn man diesen Strom hier weiß, dann kann man natürlich diese Spannung hier ausrechnen mit dem Ohmschen Gesetz. Die Spannung U2, auch die wollen wir wieder als Pfeil darstellen, ergibt sich eben aus R und der Widerstand R und die ganzen anderen Impedanzen, hier sind alle 1 Ohm. Das macht hier die Rechnung ein bisschen einfacher, also 1 mal I2. Und dann ergibt das natürlich einen Pfeil, der genau da drauf liegt und der genauso aussieht. Wenn man diese Spannung hat, diese Spannung fällt natürlich auch über dieser Kapazität hier ab, kann man diesen Strom ausrechnen. Der Strom IC, auch der soll wieder als Pfeil dargestellt werden, ergibt sich dann aus J Omega C. Das J wird hier als I geschrieben, das Omega C ist 1 und dann eben mal der Spannung U2. Und das ergibt dann eben durch das J einen Pfeil, der auch 1 lang ist oder einen Zeiger, der auch 1 lang ist, der jetzt genau um plus 90 Grad Phasen verschoben ist. Und da ich den hier rot dargestellt habe, kennzeichne ich diesen jetzt ja auch mal rot, damit man da nicht durcheinander kommt. So, also dieser Pfeil ist rot. Wenn wir jetzt diesen Strom haben und diesen Strom haben, dann können wir natürlich den Gesamtstrom hier ausrechnen. Der soll mal grün dargestellt werden. Der ergibt sich eben einfach als Summe dieser beiden Ströme. Also der Strom I1, auch den wollen wir als Zeiger, als Vektorpfeil darstellen, auch wenn es kein Vektor ist, ergibt sich aus dem Strom IC und dem Strom I2. Und der sollte jetzt eben grün sein. Und dann kann man sehen, dieser Pfeil und dieser Pfeil zusammen, wenn man die aneinander legen würde, würde dieser Gesamtzeiger rauskommen, der jetzt hier für den Gesamtstrom steht. So, und dieser Strom fließt jetzt durch diesen Widerstand und erzeugt natürlich über diesen Widerstand einen gewissen Spannungsabfall. Den Spannungsabfall UR1, der ergibt sich wieder aus R mal I. R hat den Wert 1 Ohm und der Strom, der da fließt, ist der Strom I1. Und auch das Ganze soll wieder als ein Vektor dargestellt werden. Und naja gut, weil R1 ist, sieht dieser Pfeil hier genauso aus. Auch den färbe ich mal wieder grün ein, so wie das auf dem Schaltbild gezeichnet ist. So, und dann fließt dieser Strom natürlich auch durch diese Induktivität und erzeugt einen Spannungsabfall über der Induktivität, hier in blau dargestellt. Dieser Spannungsabfall heißt UL1.
Auch der soll wieder als Zeiger dargestellt werden und ergibt sich aus J mal Omega L. Das J wird als I geschrieben, das Omega L ist entsprechend der Aufgabenstellung 1 und der Strom heißt I1. Und damit ergibt sich dann ein Zeiger, der hier so hoch zeigt. Der ist auf der Aufgabenstellung blau dargestellt, deswegen markiere ich den ja auch mal blau. So, und jetzt haben wir diese Spannung, wir haben diese Spannung, wir haben die originale Spannung hier über, oder die Spannung U2, die wir schon ausgerechnet haben, über den Widerstand. Die drei Spannungen zusammen sollten jetzt natürlich genau die Quellspannung ergeben. Und die Quellspannung war mal gegeben mit Wurzel 5 Volt mit einem Phasenwinkel von 0 Grad. Und Wurzel 5, wenn man das ausrechnet, sind ungefähr 2,236. Also können wir jetzt ausrechnen, UQ, die Quellspannung, sollte sich ergeben. Und auch die wollen wir wieder als Zeiger darstellen aus UR1 plus UL1 plus U2 der ursprünglichen Spannung. Und dann erkennt man, wir bekommen hier einen Pfeil, genau mit einem Phasenwinkel von 0 Grad. Den hatte ich auf dem Aufgabenblatt orange eingefärbt, deswegen färbe ich den jetzt ja auch mal orange ein. Und er hat eine Amplitude, wie man hier auch sehen kann, von genau 2,24, was ziemlich genau gerundet eben diesem Wert hier von Wurzel 5 entspricht. So, und damit kriegen wir dann rückwärtig genau die Quellspannung raus, die hier mal anlag, also das Ganze passt. So, jetzt kann man das Ganze in dem Konzirk hier anfangen zu simulieren. Wir brauchen natürlich erstmal eine Spannungsquelle. Die setze ich mal hier hin. Und wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal zwei Widerstände. Also einen Widerstand an diese Stelle und einen Widerstand mal hier hinten an diese Stelle. Mit der anderen Maustaste und Rotate kann man diesen Widerstand drehen. Und dann sehen wir brauchen noch zwei Induktivitäten und wir brauchen eine Kapazität. Jetzt könnte man denken, okay, ich nehme mal diese Induktivität hier und ich nehme diese Kapazität. Das wäre prinzipiell auch richtig, macht die Sache aber unnötig kompliziert, weil wir hier nicht die Induktivität direkt gegeben haben, sondern die Impedanz dieser Induktivität, die Impedanz der anderen Induktivität und auch die Impedanz der Kapazität. Und das kriegt man ganz gut hin, indem man hier eine entsprechende Impedanz nimmt. Also wir brauchen eine Impedanz. Auch die drehe ich mal für das L2. Wir brauchen eine Impedanz für das L1. Ich nenne ihn mal gleich um und gebe der mal wieder die Nummer 1. Und dann können wir gleich sagen, die hat einen Realteil von 0 und einen Imaginärteil J Omega L. Das Omega L ist 1. Und die nenne ich dann mal 2. Auch die hat einen Imaginärteil von 0, einen Realteil von 0 und einen Imaginärteil von 1. Die 1 Ohm. Und dann brauchen wir noch eine weitere Impedanz für den Kondensator. Dann brauchen wir natürlich noch eine Masse. Die packe ich mal hier unter die Spannungsquelle. Und jetzt kommt der etwas langweilige Teil, das alles miteinander zu verdrahten. Und diese ganzen Verbindungen hier zu ziehen. Und man sieht, nebenbei werden die jetzt diese Verbindungen hier schon nummeriert. Hier steht eine 0, das ist halt der Masseknoten. Hier unten, das muss ich mal wieder löschen. Und dieser Knoten wurde jetzt als Knoten 1 nummeriert, das ist der Knoten 2. Und das hier hinten sollte dann jetzt der Knoten 3 werden. So, und dann ist eine Sache ja auch noch vergessen. Wir wollen natürlich an der Stelle den Strom wissen, also brauchen wir auch noch ein Ampermeter, was hier an der Stelle hinkommt, auch das Drehen und das halt hier in diesen Kreis einfügen. So, und dann entsteht hier nochmal ein neuer Knoten, Knoten 4. So, die Quelle braucht jetzt natürlich einen Wert. Da wollen wir jetzt als Betrag genau das hier haben, die Wurzel 5, die kann man hier nur als Zahlenwert eingeben, aber auch das ist okay. Ups. Das kopiere ich jetzt hier einfach mal, es will nicht kopieren, dann trage ich so ein, 2,236,07 mit einem Phasenwinkel von 0 Grad. Also das ist der Betrag, das ist der Phasenwinkel.
Dann haben wir die Quelle eingestellt, die Impedanz, die hatten wir schon eingestellt, die Impedanz von der anderen Induktivität hatten wir auch schon eingestellt. Der Widerstand muss noch einen Wert von 1 Ohm kriegen, dieser Widerstand muss auch noch einen Wert von 1 Ohm kriegen und diese Impedanz, die die Kapazität darstellt, hat einen Realteil von 0 und hat einen negativen Phasenwinkel, also 1 durch J Omega C, 1 durch J ist das gleiche minus J, deshalb negativ und 1 durch Omega C ist ja auch 1 Ohm, deswegen dort also auch 1 Ohm. Dann okay und dann kann man das Ganze eigentlich an dieser Stelle schon simulieren. Und jetzt läuft das Programm und simuliert und jetzt können wir uns den Strom durch diese, durch dieses Ampermeter, durch diese Probe rausgeben lassen als Betrag und als Phasenwinkel. Und dann erscheint das Bild dummerweise auf dem anderen Monitor, aber ich kann es hier rüberziehen und dann sehen wir, bekommen da tatsächlich einen Strom raus von einem Ampere mit einem Phasenwinkel von minus 63,4 Grad. Und das ist auch genau die Lösung, die hier steht und genau die Lösung, die wir vorher grafisch durch dieses Zeigerbild nochmal validiert haben. So, und genau auf diese Art und Weise, also man könnte sich jetzt den Strom hier natürlich auch als Real- und Imaginärteil anzeigen lassen. Dann sollten wir nochmal die 0,44 als Realteil und 0,89 als Imaginärteil rausbekommen. Das ist das, was wir auch in dem GeoGebra hier ganz oben mal hatten, als x- und y-Koordinate von diesem Vektor oder eben als Real- und Imaginärteil dieser komplexen Zahlen. Und auf genau diese Art und Weise kann man jetzt natürlich auch beliebige andere kompliziertere Schaltbilder auch mit mehr Quellen in diesem Konzert simulieren. Und man kann natürlich auch richtige Induktivitäten und Kapazitäten angeben. Dann muss man aber hier oben halt typischerweise natürlich noch sagen, ich will jetzt genau für die und die Frequenz oder ich will genau für diesen und diesen Frequenzbereich das Ganze simulieren.